Ja Leute, herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video. Heute mal der zweite Part meiner Filmsammlung und ich würde sagen, wir labern nicht lange rum, fangen direkt an mit The Watchmen oder Watchmen, die Wächter. Hier in der normalen 16er Fassung. Warum? Weil die 18er Fassung mir einfach zu lang geht und mich der Ultimate Cut eigentlich nicht interessiert. Also ich finde diese FSK 16er Fassung vollkommen ausreichend. Und ich kann auch nur sagen, dass ich den Film wirklich sehr gerne mag. Also Brutalität stimmt, die Geschichte stimmt einfach. Also perfekter Film. Gute Comic-Adaption. Dann einmal Stan und Ollie mit Steve Coogan und John C. Reilly. John C. Reilly kennt man vielleicht aus Kong Skull Island. Da spielt er ja auch mit. Ja, was ein absolut guter Film. Also für jeden Stan und Ollie-Fan ist es Muss. Sich den mindestens ein oder vielleicht auch zweimal anzugucken. Wenn ich den Film immer gucke, dann ist bei mir ein totaler Emotionalchaos drin. Gefühlschaos so. Mal freut es mich einfach. In manchen Szenen bin ich einfach nur am Lächeln. An manchen Szenen bin ich irgendwie fast kurz vorm Heulen einfach. In manchen Szenen bin ich ein bisschen wütend über Entscheidungen, die weil ja teilweise damals Sachen real waren. Sprich, Stan und Ollie, irgendwie, er macht Werbung oder ihr landet auf der Straße. Das war ja damals mehr oder weniger echt. Ja, naja. Aber wie gesagt, guckt euch den Film an. Sehr schöner Film. Der Film erzählt die Geschichte der beiden Comedy-Duo-Legenden nach ihrer Filmkarriere. Mit den ganzen Theatertourneen und Ollies Krankheit und alles. Kann ich euch nur empfehlen, den Film. Dann Man in Black 1. Guter Film. Man in Black 2, ebenfalls guter Film. Man in Black 3 fand ich sehr interessant wegen der Zeitreisen-Thematik. Dann Ted 1, habe ich ja schon im letzten Video was zu gesagt. Ted 1 finde ich noch gut, Teil 2 eher so weniger. Weg damit. Dann Zurück in die Zukunft, Trilogie, wo ich sagen muss, finde ich Teil 1 gut, Teil 2 gut, Teil 3 muss ich leider sagen, ich bin halt kein riesen Western-Freund. Deswegen hat mich der dritte nie so interessiert. Man muss ihn allerdings natürlich gesehen haben, um der Handlung von Zurück in der Zukunft, ich will jetzt nicht sagen treu zu bleiben, aber halt um sie zu verstehen. Dann einmal Dead Silence. Ich muss sagen, mir gefällt die T-Melodie von dem Film besser als der Film selber. Also einfach dieses stille din 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 din. Also ich muss sagen, diese T-Melodie, dieses ganz stille und dann auf einmal geht es richtig los. Mit Piano und Bass und was weiß ich noch alles. Also wirklich ziemlich coole Themenmelodie. Aber der Film selber, klar, manche coole Schockmomente mit drin. Auch ziemlich coole Easter Eggs. Man sieht zum Beispiel die Billy-Puppe mal im Film. Woran das wohl liegt? Warum sieht man wohl die Billy-Puppe in dem Film? Aber na gut. Weiter geht's. Dann Pacific Rim, einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Warum ist es einer meiner absoluten Lieblingsfilme? Weil ich den Film als Liebeserklärung der Godzilla-Filme ansehe. Weil was in dem Film abgeht, Riesenroboter gegen die Kaijus, also besser kann es doch kein Film machen. Ich habe Teil 2 bisher noch nicht gesehen. Teil 2 soll ja auch nicht so gut sein. Aber irgendwann gucke ich mir den bestimmt mal an. I Am Legend, ja, da muss ich leider sagen, hat mich der Film ein bisschen kalt gelassen. Also ich habe mir etwas mehr zum Film erwartet, als der Film eigentlich gut war. Aber man kann ihn sich angucken, aber ich habe, wie gesagt, etwas zu viel erwartet. World War Z hier im Extended Action Cut. World War Z hingegen finde ich als ziemlich coolen Zombie-Film, also wirklich ein ziemlich cooler Zombie-Film. Vor allem, weil wir da keine Zombies haben, die wildes vom Herrn laufen und sagen, Brain. Sondern weil die Zombies tatsächlich intelligent sind. Ich meine, es gibt nicht umsonst eine sehr bekannte Szene hier oben, wo die ganzen Zombies sich aufeinander verteilen. Also, wenn ich allein über die Szene denke, ich weiß nicht, ob man das sieht, aber ich kriege schon wieder voll die Gänsepelle hier. Also, wow. Dann SpongeBob SquarePants, Schwamm aus dem Wasser. Habe ich damals im Kino gesehen. Seitdem steht hier bei mir die Blu-ray rum. Also ich habe den Film auf Blu-ray schon so lange, auf DVD hatte ich ihn davor, aber die Blu-ray, dennoch, wenn man so drüber nachdenkt, habe ich den schon ziemlich lange, den Film. Dann Ghostbusters 1, 2 und zu Ghostbusters 2016. Ich weigere mich einfach zu Ghostbusters 2016 zu sagen, Teil 3. Ich weigere mich, auch wenn da steht, alle drei Filme, ich weigere mich einfach nur zu dem Teil, Teil 3 zu sagen. Ich weigere mich, Punkt. So, Ghostbusters 1 finde ich gut. Ghostbusters 2, naja,
Hat halt leider ein bisschen den Humor aus dem ersten Teil verloren, ist halt ein bisschen kindgerechter gemacht. Und Ghostbusters mit den Frauen, naja, es gibt schon manche lustige Momente, schöne wiederkehrende Stars, wie zum Beispiel Bill Murray und Dan Aykroyd, beide nochmal hier zu sehen. Und ja, Harold Ramis ja leider nicht, der ist ja leider schon verstorben da zum Zeitpunkt des Films. Dann Dead Snow, ebenfalls ein guter Film, mir gefällt der erste definitiv besser als der zweite. Was ich auch cool finde an dem Filmreihe ist, dass Dead Snow 1 und 2 eine durchgehende Handlung hat. Also man muss Teil 2 auf jeden Fall schon gesehen haben, weil der erste Teil mit einem offenen Ende leider endet. Dann Hatchet 2, mein absoluter Lieblingsteil der Filmreihe, leider die geschnittene Fassung. Und das regt mich ein bisschen an der Blu-ray auf. Da gibt es nämlich ein verkehrtes Bild. Achtung, ich zeige euch jetzt ein Bild, was ziemlich brutal sein wird. Und wahrscheinlich wird YouTube mir sogar einen Strich durch die Rechnung machen und das Video ab 18 schalten. Aber dieses Bild hier vorne, mit dem Typen, der gerade mit seinem eigenen Eingeweiden gewürgt wird, ist eine gekürzte Fassung. Man sieht nur, wie Victor Crowley ihn unten in den Magen reingreift und schon setzt die Schere an. Wobei ich sagen muss, man hätte zwar die Szene rausschneiden können, wo Victor Crowley ihn die Eingeweide rauszieht, aber man hätte die Szene drin lassen können, wo er ihn damit wirkt, in dem Sinne, wo man rausschneidet und man sieht, wie der Typ den Kopf abfliegt. Das hätte man ruhig drin lassen können. Das ist ja für eine 18er eigentlich noch ganz okay, weil man sieht ja die Eingeweide nicht, man sieht nur den Schatten von Victor Crowley und von dem Typen, der halt gerade gewirkt wird. Angry Birds 2, naja, also für mich ist der Film eher, wir greifen jetzt die Memes auf, mehr ist das nicht für mich, der Film. Dann Cats and Dogs 2, schöner Film aus meiner Kindheit, gucke ich immer wieder gerne. Corbin Fever im Director's Cut, wobei ich sagen muss, der Director's Cut, ja gut, klar hat jetzt ein paar mehrere Szenen und ein bisschen brutalere Szenen, aber man kann auch die normale Kinofassung sich angucken. Man braucht sich unbedingt den Director's Cut. Dann The Death of Superman, ebenfalls guter Film. Ich möchte mir immer noch den zweiten Teil davon angucken, The Reign of Superman. Dann Batman vs. Superman, Dawn of Justice. Ich muss sagen, ich habe ja beide Fassungen gesehen. Die Kinofassung und die Ultimate Edition oder halt einfach die Extended Version. Die Extended Version gefällt mir deutlich besser als die Kinofassung. Einfach nur, weil man mehr Hintergrundinformationen hat. Dann Stanley Kubrick's Clockwork Orange. Kann ich jedem empfehlen, der die Stanley Kubrick-Filme gerne guckt. Weil der Film ist auch nicht schlecht. Der hat es an manchen Stellen auch ziemlich in sich. Nicht von der Brutalität her, sondern von der Psychenszenen her. Kann ich wirklich nur empfehlen. Dann Disney Pixar Wall-E. Warum steht Wall-E nicht da oben? Muss ich nach der Aufnahme ändern. Ja, ebenfalls sehr guter Film. Auch wenn ich eigentlich kein Romantik-Fan bin, hat mir diese Romanze zwischen Wall-E und Eve so gefallen. Das Ende leider ziemlich traurig, wo Wally für kurze Zeit stirbt, aber am Ende kommt er ja wieder, hat halt nur null Erinnerungen, bis Eve dann seine Erinnerung wachrüttelt sozusagen. Dann einmal Silent Hill 1 und 2. Teil 2 geht mir ein bisschen auf die Nerven in dem Sinne, weil diese die Hauptdarstellerin hier in dem Film wirklich durchgehend nur am Schreien ist. Nein, die hält nicht die Fresse, nein, die ist nur am Schreien. Man will ihr helfen, sie schreit. Man sagt, sei leise, der Pyramid Head ist hier, sie schreit. Oh Gott. Und einmal Hellboy, Call of Darkness. Oh, gut, ich muss sagen, dass mir der Humor in dem Film sehr gut gefällt. Aber der Film selber, naja. Dann King Kong. Mein Lieblings-King Kong-Film sogar, von Peter Jackson, sogar in Extended Cut, also wirklich toller Film, der Affe hier selber gefällt mir, auch wenn ich zugeben muss, wenn man Kong Skull Island geguckt hat und danach King Kong, natürlich habe ich den schon vorher gesehen, aber trotzdem, wenn man zuerst Kong Island guckt, weil ich den geguckt hatte und danach Bock hatte auf King Kong, ist das irgendwie verwirrend, weil er hier, dieser King Kong, ist ja nicht gerade so groß, ich glaube, der ist 30 Meter oder so groß, während der Kong Skull Island da, glaube ich, um die 50 bis 60 Meter oder vielleicht sogar noch größer ist. Also würde der vor dem stehen, dann
Dann der Predator hier am Ultimate Cut, in der Ultimate Hunter Edition. Ja gut, Predator brauche ich nicht zu viel sagen. Ziemlich cooler Film. Manche sagen, es ist ein Horrorfilm. Ich sage, es ist eigentlich ein Action-Horror. Also beides halt. Dann Predator 2 hier in der Spiel-JK-Fassung. Ja, ich bin eigentlich kein Riesenfan von Predator 2, sage ich ganz ehrlich. Predators hingegen fand ich wieder gut. Die Thematik, dass erstens mehrere Predators zu sehen sind, deswegen ja Predators. Und zweitens, weil dieser Film, die Leute sind auf einem Planet, denken, es wäre die Erde, also sie denken, sie sind in einem Dschungel, dann stellt sich aber heraus, dass sie auf einem fremden Planeten sind, in dem Fall der Planet halt von den Predators. Auch die Predator haben hier auch Haustiere, nämlich Predator-Hunde, die gar nicht mal so, also die sind schon süß, streicheln würde ich die Hunde aber trotzdem nicht. Predator Upgrade, naja, der Film hat mich ein bisschen enttäuscht. Ich fand ihn zwar besser als Teil 2, aber wirklich, also mein Liebling ist da jetzt nicht der Reihe. Dann Bad Boys 1, guter Film. Bad Boys 2, leider bisher noch nicht gesehen, gebe ich offen und ehrlich zu. Teil 3 stelle ich mir aber auch noch hier hin, deswegen ist hier eine Lücke frei. Dann einmal Transformers 1, guter Film. Transformers 2 hat mir besser gefallen als der erste. Transformers 3 war bei mir ein Mittelding. Transformers 4 fand ich wieder gut. Transformers The Last Night oder Teil 5, ebenfalls wieder ein Mittelding. Bumblebee habe ich auch. Bumblebee finde ich richtig cool. Nur steht der, also ist er momentan unten bei meinen Eltern, weil sie den gerade gucken. Ja. Dann einmal Batman Batman Begins. Ebenfalls guter Film. The Dark Knight gefällt mir natürlich viel besser. In dem Fall nochmal Rest in Peace, Heath Ledger. Du wirst mir auf jeden Fall fehlen, du warst ein sehr cooler Schauspieler. The Dark Knight Rises. Es ist eigentlich nicht mal mein Lieblingsfilm. Also ich weiß nicht warum, aber mich lässt er total kalt. Auch da die Szene, als Batman zum Schluss stirbt. Dann noch die Catwoman, die hier aufkreuzt. Einfach, Dann Halloween 1 hier in 4K. Sehr geiler Film. Also ich gucke den wirklich immer und immer gerne. Alleine, weil ich, was an dem Film nicht verkehrt, halt, jetzt rede ich schon wieder zu schnell, um nur nachzudenken. Was an dem Film positiv zu sagen ist, ja, es ist ein Slasher. Und ja, er hat natürlich auch Kills drin. Aber nicht die Kills sind das Geile an dem Film, sondern diese Spannung. Wenn man denkt, okay, Michael Myers macht jetzt irgendwas, aber nein, stattdessen macht er nichts. Zum Beispiel wurde eine Junge ihn anrempelt. Habe ich jetzt gedacht, okay, jetzt wird er irgendwas machen. Aber er guckt den Jungen einfach nur an und lässt ihn laufen. Oder wo Michael Myers Laurie Strode nur mit die ganze Zeit mit dem Auto verfolgt und man denkt, okay, jetzt wird er aber was machen. Aber nein, er verfolgt ihn nur mit dem Auto und fährt dann weiter. Also wirklich, die Spannung ist ziemlich gut. Halloween 2 macht da weiter, wo der erste aufhört. Hier natürlich im Bootleg. Ich preise eigentlich keine Bootlegs an, aber wenn man den Film halt ungeschnitten nicht anders bekommt, was soll man denn machen? Dann Halloween 3. Ich habe mir den Film angeguckt unter den Vorwand, Halloween 3 auszulassen und einfach den Titel Season of the Witch zu nehmen. Und wenn man nicht drauf eingeht, dass das eigentlich ein Halloween-Film sein soll, was ja eigentlich nicht stimmt, weil nur weil er Halloween heißt, ist es kein Halloween-Film, ist der Film tatsächlich nicht schlecht, auch wenn sich das Ende meiner Meinung nach ziemlich zieht. Dann Halloween 4, der Curse of Michael Myers. The Return of Michael Myers, genau. Ich wollte gerade sagen. Den Film fand ich jetzt nicht allzu schlecht, nur das Ende hätte nicht sein müssen, wo sie da jetzt Leute absticht. Warum hätte das nicht sein müssen? Ganz einfach Kiste. So denkt man, okay, Michael ist tot, sie wird der Nachahmer, aber in Teil 5 wird das Ganze widerlegt, denn er lebt immer noch und jagt Daniel Harris immer noch. Heißt sie Daniel Harris? Bin ich jetzt komplett dumm? Nee, genau, Daniel Harris, ja. Also auf jeden Fall, schwieriges Thema. Also, wirklich schwieriges Thema. Wobei ich sagen muss, sind manche Kills in Halloween 5 schon ziemlich cool gemacht. Was ich halt nicht verstehe, Daniel Harris ist ja die Tochter von Laurie Strode. So, es wird gesagt, dass Laurie Strode bei einem, ich glaube, Autounfall war das, ums Leben kam. Und dadurch ist ja logischerweise Laurie Strode die Nichte von Michael. So. Warum kann sie aber in einer, ich sag jetzt mal, kann man dazu hell sehen? Nein, nicht hell sehen, aber ihr wisst, was ich meine. Also sie sieht, was er macht
Und ich weiß nicht mal warum. Vor allem, warum kann sie das? Warum konnte Laurie Strode das dann nicht? Also, das ist für mich halt eher so, man hat versucht, sie unbedingt nochmal reinzubringen, weil nach Teil 4, also der fünfte Teil hätte auch in der Hinsicht funktioniert, wenn sie nicht dabei gewesen wäre. Die nicht Daniel Harris. Die Schauspielerin heißt Daniel Harris. Gott, wie hießen sie? Jamie, genau. So, jetzt haben wir hier The Curse of Michael Myers, Halloween 6. Viele Leute mögen den nicht, aber ich muss sagen, der ist nicht schlecht. Also, ich hatte schon meinen Spaß mit dem Film gehabt. Manche killt ziemlich gut. Ich kann aber auch verstehen, dass der Film in Deutschland in einer Hinsicht nicht veröffentlicht wurde, weil erstens sind manche Kills einfach zu brutal. Außerdem, wie gesagt, so viele Fans hat der Film ja nicht. Und nochmal außerdem, warum wird gesagt, dass Michael Myers Teil eines Kultes ist? Also, das erklärt nicht, warum man tausendmal auf ihn schießen kann, ihn sich den Kopf abschlagen kann, also ihn abstechen kann, machen, tun und er immer wieder kommt, das erklärt es nicht. Weil ihr dürft nicht vergessen, anders als Freddy und Jason ist Michael ja ein Mensch. Auch wenn er jedes Mal wieder kommt. Aber das dürft ihr ja nicht vergessen, weil kein Teil der Reihe sagt, oh, Michael ist ein Monster. Also schon ist ein Monster, aber jetzt. Ist ein Untoter oder so, ne? Das darf man nicht vergessen. Michael gilt immer noch als Mensch in einer Hinsicht. Halloween Resurrection, ja, gut. Die Idee selber fand ich jetzt nicht schlecht hinter dem Film, aber so wirklich meint, also Michael Myers als Reality-Show, ah, naja. Dann das Remake zu Halloween vom Rob Zombie fand ich nicht schlecht. Den zweiten Teil hasse ich ja. Das habe ich jetzt schon oft genug auf meinem Kanal gesagt, dass ich den zweiten Teil absolut nicht ab kann. Deswegen hole ich mir den auch nicht auf Blu-ray. Ich habe ihn auf DVD. H20 habe ich übrigens auch. Der steht da unten. Da. Hello, da. Halloween H20 ist hier. Das ist H20. Und das hier ist eine Dokumentation zu Halloween. Das hier. Wir nehmen das auch eine Doku von Friday the 13. Und dann nochmal der Film von 2018, Halloween. Ebenfalls kein schlechter Film. Ich freue mich schon richtig auf Halloween Kills. Ich habe auch schon den Trailer gesehen, geschweige denn ganz kurz nur, weil ich mir dann die Kommentare durchgelesen habe, dass der Trailer zu viel spoilert. Da habe ich nur ganz kurz reingeguckt und habe mir gedacht, okay, wenn er zu viel spoilert, dann gucke ich mal wieder weg. Dann einmal X-Men Quadrilogie mit X-Men Origins Wolverine Begins oder auch X-Men 1 oder X-Men 2 oder X-Men 3. Ich habe die Filme schon zu lange nicht mehr gesehen, dass ich jetzt so frei nach Schnauze was zum Film sagen kann. Das Einzige, was ich weiß, ist, dass mir damals der Film Origins eigentlich relativ gut gefallen hat. Auch wenn ich es auch scheiße finde, was die mit Deadpool gemacht haben. Terminator 1 brauche ich, glaube ich, nicht viel sagen. Einfach nur ein klasse Film mit Arnold Schwarzenegger von James Cameron. Dann Double Feature hier, Total Recall und Terminator 2. Terminator 2, mein absoluter Lieblingsteil der Terminator-Reihe und Total Recall. Den Film fand ich jetzt auch gar nicht mal so schlecht. Hat hier aber noch die FSK 18-Fassung. Mittlerweile ist er ja ab 16. Terminator 3, Rise of the Machines. Action her, guter Film. Story her, war mir ein bisschen an den Haaren herbeigezogen. Weil in Teil 2 wird ja der Judgment Day verhindert, deswegen heißt er ja auch Tag der Abrechnung oder auch, ich glaube, Terminator 2 Judgment Day oder so ähnlich im Englischen. Aber hier in Teil 3 wird plötzlich gesagt, ja, nee, wurde doch nicht verhindert. Keine Ahnung, dann ist es plötzlich Skynet oder wie ist die Intelligenz, die hier, ich weiß gar nicht mehr genau, ich habe den Film schon lange nicht mehr gesehen. Terminator die Erlösung habe ich mir bisher kein einziges Mal tatsächlich angeguckt. Also keine Ahnung. Ich habe den nur im Schrank stehen, damit ich halt die Terminator-Reihe vollständig habe. Ich glaube, ich gucke mir den mal an und dann mache ich dazu meine komplette Review. Dann Terminator Genesis. Naja. Action her, ja. Story her, wieder nein. Vor allem, ich fand es halt komisch, warum ist John Connor jetzt plötzlich ein böser Terminator, wenn er eigentlich gegen die Terminator kämpft. Also das hat für mich jetzt nicht so der Sinn gemacht. Und Terminator Dark Fate, der hat mich tatsächlich überrascht. Ja, ich finde es komisch, dass es heißt, ja, wir müssen John Connor beschützen und dann wird er hier trotzdem getötet. Verstehe ich nicht. Aber der Film ist dennoch gar nicht scheiße. Also ich gucke den relativ gerne tatsächlich. Dann natürlich die Mutter aller Actionfilme, wie es da oben so schön steht. Expendables 1 und 2, Teil 1 finde ich geil, Teil 2 finde ich noch besser, den gucke ich so relativ gerne. Dann Apocalypse Now im Final Cut. Natürlich sind auch die anderen Fassungen mit dabei, wie die Kinofassung und die Redux-Fassung.
Ich habe den Film bisher noch nicht gesehen, einfach nur aus zeitlichen Gründen, weil der Film, also oder die Filmfassungen, ich meine, allein die Kinofassung läuft schon über 2 Stunden, die Redux-Fassung läuft sogar schon über 3 Stunden und der Final Cut läuft ebenfalls schon über 3 Stunden, also da muss man schon ein bisschen Zeit mitbringen. Bohemian Rhapsody, der Film, der da dafür verantwortlich ist, dass ich mir einen Haufen Queen-Live-Shows erstens geholt habe und zweitens auch ein paar CDs und auch wieder gerne Queen höre als Musik. Also der Film, mit, also kann ich auch nur weiterempfehlen, der ist gar nicht mal so schlecht. Undisputed 2 mit Scott Adkins und Michael J. White, auch kein schlechter Film. Bei mir ist es so, dass ich den ersten nicht mag, den zweiten fand ich gut, den dritten fand ich sehr gut und den vierten, naja, also der Lieblingsteil ist immer noch Teil 3. Der vierte ist dann an der Sinne mein zweiter Stelle und der zweite Teil ist bei mir an dritter Stelle und der erste an vierter Stelle. So einfach erklärt. Dann Alarmstufe Rot 1 und 2, wo ich zugeben muss, dass ich Teil 2 schon gesehen habe, Teil 1 bisher aber noch nicht. Aber Teil 2 fand ich relativ gut gemacht. Dann Die rechte und die linke Hand des Teufels, Bud Spencer und Terence Hill. Guter Film. 4 Fäuste für ein Halleluja, hier in der Comedy-Fassung, nicht in der Kinofassung. Es gibt nämlich 2 Fassungen davon. Ebenfalls guter Film. 2 Asse trumpfen auf, auch sehr guter Film mit einer schönen T-Melodie. Dann 2 außer Rand und Band, auch ein guter Film. 2 Himmelhunde auf dem Weg zur Hölle, ebenfalls guter Film. Und der Große mit seinen Außerirdischen klein, nur der hat mich ein bisschen. Also der Film ist mir halt ein bisschen zu lang, muss ich leider sagen. Der läuft mir etwas zu lang. Dann Death Race in Extended Cut mit Jason Statham, auch kein schlechter Film, der hat mir sogar gut gefallen. Deadpool, brauche ich glaube ich nichts zu sagen. Sehr guter Film. Ich gucke den ersten sogar immer gerne. Wo ich den Deadpool das erste Mal gesehen hatte, habe ich mir sogar direkt danach Deadpool nochmal angesehen, weil ich den Film so gut fand, dass ich den nochmal angeguckt habe. Und das haben bisher sehr selten Filme geschafft. Ich glaube, ich kann mich jetzt nicht daran erinnern. Also Deadpool ja, aber ich weiß nicht, ob ich jetzt noch einen Film habe, der es bei mir geschafft hat, dass ich den direkt danach nochmal geguckt habe. Werner Eiskalt, ja, der schlechteste Werner-Teil, den habe ich natürlich auf Blu-ray. Naja, Ghost Movie 2, sehr lustige Filmreihe übrigens, Teil 1 und 2. Hier in Teil 2 wird ein bisschen, Gott, wie hieß denn der Film jetzt nochmal? Sinister auf die Schippe genommen. In Teil 1 geht es ja um Paranormal Activity, da wird Paranormal Activity ein bisschen auf die Schippe genommen. Dann Hänsel und Gretel, die Hexenjäger hier im Extended Cut. Sehr cooler Hänsel und Gretel-Film, also wirklich sehr toller Film. Brutale Kills vor allem dabei hier mit Hawkeye. Vielleicht kennt man ihn ja besser unter Hawkeye von Avengers. Dann die Planet der Affen Collection oder besser gesagt Trilogie, weil hier alle 3 Teile mit drin sind. Denn man hat hier noch einen extra Platz gehabt für Teil 3. Dann der Kindergartenkopf, auch ein lustiger Film mit Arnold Schwarzenegger. Rings habe ich bisher nicht gesehen, liegt einfach daran, dass mich die Ring-Filme eigentlich nicht so wirklich interessieren. Also, ich habe mir Teil 1 mal angeguckt, den fand ich so, na, gerade noch so okay. Den zweiten, der finde ich zwar cool, dass man mehr zur Cimera-Thematik kommt, also sprich mehr Hintergrundstory, aber dennoch einfach Ticken zu lang und die manchen Kills in den Filmen waren irgendwie so so gezwungen, dass man sagen kann, man hat Kills hier drinne und den Film, ganz ehrlich, ich habe mir den nur geholt, weil hier Johnny Galecki mitmacht, also der Typ aus The Big Bang Theory, sonst hätte ich die Blu-ray jetzt auch nicht. Dann Blair Witch, den hat sich meine Mutter gekauft, meine Mutter mag den Film aber nicht, dann hat sie mir den gegeben. Ich habe mir den jetzt bisher auch noch nicht angeguckt, mal gucken, ob ich den auch noch nicht leihen kann. Und dann kommen wir erstmal zum letzten Film für heute, Howard the Duck. Ja, ich habe mir Howard the Duck geholt. Ein Film von Marvel. Ja, gut. Brauche ich dazu viel sagen? Ich weiß es nicht. Also ich weiß nur, dass manche Effekte in dem Film nicht sehr gut gealtert sind. Man hat aber, was mir gefällt, ein bisschen mit Stop Motion gearbeitet bei dem Monster am Ende. Manche Witze in dem Film sind übrigens sehr platt, also wirklich sehr platt gemacht. Zum Beispiel hat Howard the Duck so eine Playboy-Zeitung, die heißt aber nicht Playboy, sondern Ducktoy. Also, keine Ahnung. Also, wer auf Flachwitze steht, der soll sich Howard the Duck angucken. Wer einen Actionfilm erwartet, ist so, naja, wird ein bisschen enttäuscht sein wahrscheinlich, weil viel Action taucht hier gar nicht auf. Und, na gut.
Dann bedanke ich mich herzlich fürs Zuschauen. Ich habe zwar im letzten Video gesagt, dass die Reihe, weil hier war ja zweimal, dass hier unten das dann auch zweimal wird. Nur geht das Video jetzt schon 25 Minuten. Und ich glaube, dann sitzen wir bisher morgen noch hier, wenn ich jetzt die andere Reihe noch mache. Und ja, gut, dann würde ich einfach mal sagen, bis zum nächsten Mal und ciao.